Einen wunderschönen guten Tag. Hier bei der Filmlaunch war ich jetzt Trailer und Review zum Film Broadway Therapy. Und Owen Wilson spielt hier den Regisseur Arnold am Broadway. Und er ist dafür bekannt, immer mal wieder so ein bisschen sehr mit Mädels zu flirten. Und das, obwohl er verheiratet ist. Als er dann die Prostituierte Izzy kennenlernt, möchte er ihr wieder einmal helfen, wie er das schon öfters getan hat bei anderen Prostituierten. Gibt ihr $30.000 und sagt, verfolge jetzt deinen Traum, du darfst deswegen aber nie wieder als Prostituierte arbeiten. Und durch einen Zufall möchte sie dann auch in seinem Stück mitspielen und verliebt sich aber jetzt auch noch der Drehbuchautor in sie und das Unheil nimmt seinen Lauf. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier im Trailer. Also ich habe mir ihre Akte angesehen. Call Girl? Aber das ist ja eklig. Hat dieser Job auch nur irgendwas Erhebendes? Na, da erhebt sich einiges. Also das ist... In der Stunde keine Witze, bitte. Und wollte mal fragen, ob vielleicht heute Abend eine Ihrer Escort-Damen zur Verfügung steht. Okay. Wollen Sie Jasmin, Zitrus oder Birne? Was? Die Lotion. Ich habe mir gerade erst die Socken angezogen. Das mache ich nur so nebenbei, bis das mit meiner Schauspielerei anläuft. Wenn du mir heute nachschwörst, dass du das hier nie wieder tust, würde ich dir $30.000 geben. Ohne urteilen zu wollen, finde ich das total beknackt. Du, nicht bei deinen Schwiegereltern? Erst ab morgen, da kommen dann nämlich Delta und die Kinder an. Er hat mein Leben verändert. Und gütiger, nein. Du hast mein Leben verändert. Psst. Du hast mein Leben verändert. Es gab also noch andere. Doch wer hochsteigt, fällt auch tief. Ich habe ein Vorsprechen für dich. Das ist Isabella Patterson. Nein, die geht gar nicht. Ich finde, die passt haargenau. Wieso magst du die Kleine nicht? Wer sagt, dass ich was gegen sie habe? Du benimmst dich recht komisch in ihrer Gegenwart. Wo ist denn der Fahrer? Haben wir was Falsches gesagt? Peinlich. Ich hab die Rolle! Toll, ich freue mich wirklich wahnsinnig. Jetzt freut er sich. Bei mir bist du immer deprimiert. Warum denn nur? Das ist ja toll. Da ist meine Therapeutin. Alarm! Stufe! Rot! Was hat diese Frau an sich, dass sie so gottverdammt von ihr vereinnahmt sind? Warum musstest du... Sie... Genau. Sie hat mir $30.000 gegeben. Für eine Nacht! Sie müssen toll sein. Der Film startet wie ein Woody Allen-Film, also auch so von der Atmosphäre und gerade auch so die Dialoge, also einfach so das ganze Setting, das passt halt wie zu einem Woody Allen-Film. Der Unterschied zum Woody Allen-Film ist aber, dass hier die Geschichte an einigen Stellen sehr viele Konstrukte mitbringt, also so Verwicklungen zwischen unterschiedlichen Charakteren und spätestens nach 30, 35 Minuten nervt das eigentlich schon, weil es eben so konstruiert ist, dass es auf gar keinen Fall, auch nur im Ansatz, in den kühnsten Träumen jemals in der Realität umzusetzen wäre. Und das ist ja gerade bei solchen Filmen, die insbesondere, wenn sie so gesellschaftskritisch sein wollen und immer so ein bisschen so Spiegel vorhalten wollen, meiner Meinung nach ja eigentlich immer ein sehr wichtiges Gut ist, dass es theoretisch in irgendeiner Art und Weise möglich gewesen sein könnte oder möglich sein wird. Und das ist hier eben die große Schwäche, denn die Schauspieler sind ja wirklich ganz tolle Leute dabei, die machen ihre Sache alle wirklich extrem gut, denen kann man gar keinen Vorwurf machen, die spielen auf den Punkt, die sind da, die haben Lust, die haben Präsenz, die haben auch diese gewisse Aura, die man genau für so einen Film braucht. Und das ist halt schade, weil daran merkt man, dass selbst die Regie, die jetzt auch durch so ein paar verrückte Einfälle, wie jetzt so ein Wes Anderson-Film, dass das alles egal ist, wenn das Drehbuch einfach nicht richtig rund ist. Und das Drehbuch ist hier nicht richtig rund, weil es eben viel zu konstruiert ist. Und so nervt es eben mehr, als dass man darüber lachen kann. Und obwohl der Film nur knapp 90 Minuten lang ist, hat er eben auch dann wirklich entsprechende Längen, weil er auch immer wieder Subplots aufmacht. Also noch hier so eine Nebengeschichte erzählt und da so eine Nebengeschichte. Das heißt, er überfrachtet einen dann mit viel zu viel konstruierten Blödsinn, dass es dann eigentlich keine große Freude macht. Schade, denn so das Grundkonzept war nicht schlecht, auch Potenzial gehabt, tolle Schauspieler und auch insgesamt ein netter Look, aber es ist halt ein sehr durchschnittlicher Film geworden, der eher langatmig ist und entsprechend jetzt nicht die größte Empfehlung. Durchschnittliche 5 von 10 Punkte für Broadway Therapy. Was außerdem diese Woche ja noch im Kino startet, ist unter anderem Selfless. Den unterschreibe ich euch nicht, sondern den verlinke ich euch hier unten. Daher kam das Wort unten in meinem Kopf. Hier unten links. Und die neueste Folge Filmbars, die war verrückt. Mit Schimpfwörtern, mit Star Wars und mit einer neuen Ausgabe von König der Löwen. Hier unten rechts und dann sehen wir uns doch entweder in einem dieser Videos oder bald hier wieder bei der Filmlounge. Macht's gut.